Hallo, heute nur mal ganz kurz ein Video für die Leute, die einen Digital Pizzaofen haben und das Thermostat ist kaputt gegangen. Wie man das austauscht, also man muss das nachkaufen und einfach zeigen, wie man das austauscht. Und ja, gilt sicherlich für andere Pizzaofen ähnlich, von daher, los geht's. Eine relativ einfache Sache, so ein Thermostat. Und ja, als erstes löst man den Strom hinten, ja. Strom, Stecker ziehen, ganz wichtig, wenn man irgendwas austauscht an elektrischen Geräten. Ich bin selber auch nicht der große Elektrofuchs, aber das habe ich mir denken können. Genau, und dann schraubt ihr das auf. Das sind 4 Schrauben. Und dabei seht ihr, werden diese Warranty, die Garantiesachen kaputt gehen. Aber ja, das Ding ist hier auch relativ schnell nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gegangen. Aber Begetal, so zumindest wie ich den Pizzaofen jetzt so wieder eingeschätzt habe, ist relativ solide, alles verbaut, relativ einfache Technik, wo man auch selber dann entsprechend reparieren kann. Und entsprechend, ja, möchte ich jetzt auch versuchen, das Thermostat zu ändern, beziehungsweise auszutauschen. Ich habe das selber noch nicht gemacht, deswegen wird es auch ganz witzig, ob das hier alles funktioniert. Aber ich habe es mir erklären lassen und das möchte ich einfach als YouTuber sozusagen weitergeben, weil ich habe natürlich zuerst bei YouTube geguckt, gibt es denn ein Tutorial dafür? Und das gab es noch nicht. Und deswegen gibt es für den Nächsten, der Probleme hat mit seinem Thermostat beim Pizzaofen, einfach ein YouTube-Video, so wie sich das gehört in der Zeit heute. Also, jetzt habe ich hier die 4 Schrauben mit einem Kreuzschraubenzieher oder Kreuzschraubendreher abgeschraubt. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal einen ersten Einblick auf die Technik hier sehen. So. Ach, das Garantiesiegel kann man sogar ganz clever mit, aber ist ja eh egal, ist ja abgelaufen. So, da sehen wir, so sieht das dann aus. Okay, das nächste ist, wir müssen schauen, was kaputt ist. Und das Thermostat des oberen war kaputt. Das heißt, bedeutet, das leuchtet die ganze Zeit und dadurch ballert der, also egal, ob ich das jetzt zum Brotbacken auf 200 Grad habe, ballert da trotzdem die 350 Grad hier und es verbrennt alles. Das heißt, man kann ihn im Endeffekt nur noch für Pizza benutzen und ja, wir haben auch mal Brot backen und so. Das Thermostat ist kaputt, also ziehen wir den ab und da entblößen sich 2 Schrauben und die tun wir jetzt auch abschrauben. Mit demselben Kreuzschraubenzieher, Dreher, wie auch immer, weil es gibt eine korrekte Bezeichnung dafür, ich kenne sie nicht, tun wir das hier abschrauben. Nummer 1 und Nummer 2. So, da sind wir schon fast durch mit der Übung, zumindest laut der Beschreibung, die ich erhalten habe. Genau. Und dann, wenn man das hier so durchdrückt, hat man dann das in der Hand, was ausgetauscht wird. Ich muss gerade selber mal sehen, wie man das hier am dümmsten. So. Okay. Das Thermostat ist hier mit einem, so ein Kabelbinder versehen. Das heißt, die Kabelbinder schneiden wir durch, damit wir das Thermostat hier bekommen. Das heißt, hier einfach den Kabelbinder durchschneiden. Und dann haben wir quasi freien Zugriff auf das Thermostat. So ähnlich wird das dann ja wahrscheinlich auch aussehen. Das haben wir geschickt bekommen. Wir packen das mal aus. Ich hoffe, das ist dasselbe. Sonst stehe ich natürlich jetzt dumm da. Ja. So ist das Thermostat, das mir geschickt wurde. Auch schon leicht angerostet. Aber naja, ist halt so. Genau. Und dafür ist der Pizzaofen echt genial. Sehr preiswert, praktisch in der Anwendung, solide verbaut. Ja, also da ist keine Technik, wo, die man dann wegschmeißt, sondern eben, wo man es dann einfach repariert. Gut. So. Dann, sehe ich hier natürlich noch 2 Kabel, die dranhängen. Die mache ich ab. Ziehe ich einfach ab. Nummer 1, Nummer 2. Mir wurde gesagt, es ist relativ egal, wie rum die drankommen. Deswegen brauche ich die jetzt auch nicht markieren. Und einfach abziehen ist das natürlich... Na, schön gesagt. Aber das ist nicht so einfach. Das ist weiß Gott nicht einfach. Mein lieber Scholli, das ist gar nicht einfach. Das geht nicht. Oder gibt es noch eine andere Technik? Nee. Einfach abziehen. Sollen wir es drücken? Nö. Nö, das andere ging ja auch abzuziehen. Und das sind ja die gleichen. Okay, dann probieren wir mal. Mit dem Messer von unten gegen zu drücken. Ja, das sieht nicht gut aus. Jetzt gucken wir an dem anderen Thermostat. Nö, das sind einfach so 2 solche Dinger. Keine Ahnung, wo das jetzt hakt, warum das nicht einfach abgeht. Es scheint sich irgendwie
schön verhakt zu haben. Ich gucke mir nochmal das andere Ding hier an. Ich weiß nicht, ob man das aufbiegen kann oder so, aber vielleicht haben die das am Ende so zusammengekniffen. Ich versuche das mal ganz leicht aufzubiegen. Und das geht. Also an der Stelle, ihr seht das ja, habe ich ein bisschen drunter gegangen, habe das ein bisschen aufgebogen von unten. Ja, und so hat das funktioniert. So, und jetzt müssen wir natürlich das Thermostat entfernen. Ich finde es eigentlich total interessant, so ein Tutorial zu machen, ohne dass man das selber gemacht hat, weil dann sieht man auch die Probleme, die da rein zukommen. Ja, jetzt gucken wir mal rein. Das Thermostat. Erstmal das Zeug entfernen hier. Und das Thermostat, das hängt jetzt. Kann man mal gucken. Kann man mal reingucken. Gucken wir rein hier. Irgendwo ist das Thermostat hier hängen. Genau, dort an der Seite. Also, jetzt drehen wir mal um. Da an der Seite hängt das Thermostat. Und ja, das zieht man einfach im Endeffekt nur hier an der Seite raus. Also, ne, das ist so ein Ding. Das hat einfach hier, hat man hier rausgezogen. Und dann ist da so ein Loch oben. Und da, das sehen wir heute auf der anderen Seite. Das ist das Loch hier. Und da ziehen wir das. Ich gucke nochmal, ob es das auch ist. Ja. Und da ziehen wir das quasi raus. Und dann haben wir das in der Hand. Das alte Thermostat. Ich gehe mal wieder weg. Das alte Thermostat. Genau, und dann im Endeffekt rückwärts arbeiten. Das neue Thermostat schieben wir jetzt durch das Loch hindurch. Tütteln das jetzt. Tue ich jetzt mal nicht nochmal filmen, aber einfach wieder in diese Halterung rein. Ist ja relativ einfach. Ist im Endeffekt nur, dass irgendwo Temperatur gemessen wird. Genau, und stecken dann die beiden Sachen an diese Ösen wieder dran. Wie gesagt, mir wurde gesagt, es ist egal wie rum. Und von daher glaube ich den einfach mal und stecke das hier dran. Und bei der anderen, bei dem anderen stecke ich das auch wieder da dran. Stecken beide wieder dran und steckt das gesamte Teil wieder hier vorne. Also das ist dann quasi der Teil, der dann wieder hier vorne durchkommt. So zumindest in der Theorie. Und natürlich gucken, dass die Schrauben dann auch passen. Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, da kommt er hier durch. Und die Schrauben passen ja auch wieder. Und dann hat man wieder das Ding. Muss bloß drauf gucken, dass es mit den 0 Grad und so weiter auch alles wieder gut passt. Dann hat man die falschen Gradzahlen. Da sind ja 4 Löcher drin. Und dann schraubt man das wieder rein. Also ich habe das jetzt mit einer Hand von hinten gehalten, während ich mit der anderen da das justiert habe. Das geht ein bisschen besser. Genau, und dann haben wir es jetzt geschafft. Die große Frage ist natürlich, jetzt funktioniert das dann auch wieder. Und ja, das werde ich dann auch in dem Video beantworten. Ansonsten ist es eben jetzt das, was wir gemacht haben. Wir haben die Schrauben wieder angeschraubt. Wir tun unser schönes Rädchen wieder drauf. Wir müssen gucken, hier ist da so ein flaches Teil hier. Und das flache ist hier auf der Seite. Das müssen wir, dass es genau passt. Und dann tun wir das wieder schön draufstecken. Und lässt das wieder schön drehen von 350 zu 0. Macht Klick, das scheint zu funktionieren. Der Vollständigkeit halber, ja, tue ich das jetzt auch noch dran schrauben. Dann die leuchten ja dann, wenn die Temperatur noch nicht erreicht ist. Und die hier hat halt immer geleuchtet, weil das thermostatisch funktioniert und dadurch hat er immer hochgeballert. Wir werden jetzt sehen, dass, ich spule da natürlich gleich vor, das hier, guck mal, das jetzt, von unten wird das jetzt schon erreicht. Also ist jetzt schon 100 Grad sozusagen, kann ich mir kaum vorstellen. Aber gut, das Thermostat hängt ja direkt unten an den Heizröhren. Also ist durchaus möglich. Und das wird jetzt immer weitergehen. Und oben die Temperatur dauert sowieso ein bisschen länger, weil das misst ja die Temperatur im Innenraum. Aber irgendwann, also werde ich sehen, ob die 50 Grad oder die 100 Grad zum Beispiel erreicht werden. So sieht es jetzt nach 5 Minuten aus. Also unten ist er natürlich jetzt schon bei 250 Grad relativ schnell. Und oben hat er halt überhaupt keine Reaktion gehabt bis 50 Grad. Und jetzt
sieht man schon, oder habe ich jetzt nicht gesehen, jetzt schaltet er um, da ist es schon hier bei 80 Grad, es dauert immer oben ein bisschen länger, aber es funktioniert. Jo, das war also ja, ein kurzes Video, wie man von einem Big-Pizza-Ofen das Thermostat austauscht. Logischerweise, meine Abonnenten, die normalerweise ihr Leben optimieren möchten mit einer gesunden Ernährung, dazu natürlich auch Pizza gehört und ja, Tipps für einen entspannten Geist, ist es wahrscheinlich jetzt kein Video, aber über die Suchfunktion hoffe ich, dass dieses Video dann von denjenigen gefunden wird, die eben dann auch mal ein Thermostat von dem Pizzaofen austauschen müssen. Das ist übrigens sehr zu empfehlen, ich verlinke euch den mal unten. Der kostet nicht mal 200 Euro und ihr habt einen Stein drin, der ist ein Schamottstein, glaube ich sogar, wo ihr wirklich wie in der Pizzeria Pizza auf dem Stein backen könnt. Ihr habt in 2-3 Minuten, tut ihr die Pizza rein, kommt die raus, wie beim Italiener, unter 200 Euro. Ich verlinke euch das Teil mal, ist wirklich genial, ganz einfache Technik. Und wenn dann mal das Thermostat kaputt geht, müsst ihr das kaufen, es kostet 14,90 Euro und Versand kostet nochmal 4,90 Euro. Und ihr habt jetzt das Video dazu und viel mehr kann an so einem Ding ja nicht kaputt gehen, außer irgendwann mal die Heizspirale oder so. Aber ansonsten absolut zu empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video. Vielleicht gewinne ich halt den einen oder anderen Abonnenten, der einfach seinen Pizzaofen reparieren wollte und jetzt sagt, okay, jetzt optimiere ich mein Leben auch. Alles klar, ciao.